Kündigungsgrund. Das ist mir egal. Was geht ab, Bayern-Fans? Ihr seht im Hintergrund, das Team ist am Einchecken. Wir fliegen nämlich heute zu einer der coolsten Basketballstädte Europas, nämlich nach Belgrad. Mein Name ist Johannes, ich nehme euch mit, mal so ein Blick hinter die Kulissen, was an so einem Game Day, an so einem Auswärtsspiel, wie das so abläuft. Let's go! Der Herr ist ja nicht oft genug am Flughafen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal duty-free plündern. Andi, was ist die Süßigkeit der Wahl? Ich muss keine Süßigkeiten, der nämlich gesund. Stimmt. Ich suche nur den Schnaps. Nee. Für die Eltern natürlich. Nein, ich suche nur die Nudeln. Ah, Pasta. Wird sich beim Coach gut stellen. Ja, genau. Bergpasta wäre gern. Hier ist ein Käse. Hier Salami, ist ein Pancetta. Öl, Salz, Pfeffer. Oh ja. Da kann man sich sehr gut stellen. Hey Andi, was wolltest du da draußen? Nee, der hört gerade. Ja, das ist eine Karte. Ist okay. I shave for this trip. Me too. What's the password? What's the password? Cash money, wifey. So, guten Morgen aus Belgrad. Gestern war nicht mehr viel los. Wir sind zum Hotel gefahren. Schulround ist ausgefallen. Normalerweise fährt man als Auswärtsteam immer noch mal in die Halle, um ein bisschen zu werfen. Das ist aber gestern ausgefallen, weil die Jungs in München schon trainiert hatten. So, jeder so ein bisschen seins gemacht. Ein paar sind noch mal in die Stadt gefahren zum Essen. Oggi wurde zu einem großen Interview abgeführt. Lucic war brav bei seiner Mama. Kam mit einem riesen Paket mit Geschenken für seine Kinder zurück. Das ist die Halle hier. Und vor allem haben sie eine Katze. So, ich sitze jetzt hier letzte Reihe. Unterm Dach, die Jungs machen unten ihren Shootaround, könnt ihr mal sehen, wie steil das hier ist. Ich will mir aber noch einen anderen Court anschauen, nämlich den Vlado Lucic Court. Der hat hier letzten Sommer einen eigenen kleinen Streetball Court nach sich benannt bekommen. Den schauen wir uns mal an. So, das ist der Lucic Court. Ziemlich nice Setting hier so zwischen den Bäumen. Natürlich auch sehr schönes Wetter hier in Belgrad. Es gibt aber noch zwei Plätze, die sind noch geiler hier in Belgrad. Da wurde unter anderem der Herr Lucic ausgebildet. Da fahren wir jetzt mal hin. So, wir sind jetzt im Kalle Megdan Schloss. Hier haben wir einen Court, hier haben wir den zweiten Court, mitten in einer Burg. Ziemlich geil. Wo die Jugendspieler von einmal Partizan. Hier ist der Court von Partizan. Und hier die Spieler von Roter Stern, die Jugendspieler, immer trainieren. Ziemlich nice Umgebung. Wenn ihr wissen wollt, warum die Serben so gut shooten, wer auf den Court trifft, der trifft auch auf den richtigen Korb, aber richtig. Sehen mal, wie geil ist Basketball, die Basketballstadt richtig Belgrad. Richtig gut, Mann. Heute ist Wetter perfekt. Ja, das stimmt. Ja, ich Profi film meine Finger. Naja, was sagst du zum Spiel heute Abend? Wird schwierig, ich bin gespannt auf die Atmosphäre. Da sind wir uns, glaube ich, bewusst, was auf uns zukommt. Auf jeden Fall. Wird gut. Wird gut. Let's go. Wir müssen dich verkabeln, Junge. Leute hier sind zu abergläubisch. Hier, aber nicht da. Wenn Marco erfährt,
dass du in Kaunas verkabelt warst und dich heute weigerst. Das ist ein Kündigungsgrund. Das ist mir egal. Hat leider nicht sein sollen. Am Ende mit, glaube ich, 6. Ja, ich sehe es nicht mehr. Mit 6, glaube ich, verloren. Spannendes Spiel, sind nochmal rangekommen am Ende. Brutale Stimmung, kann ich euch nur empfehlen, mal selbst herzukommen und euch das reinzuziehen. Brutal. Morgen geht's wieder zurück nach München. Wir sehen uns. Ob du hier bist und nicht? Das Badezimmer bleibt so, wie es ist. Das Kinderzimmer bleibt auch so, wie es ist. Come on!